Wir sehen hier im Hintergrund die Silhouette von Völklingen. Völklingen, das dafür steht, wie keine andere Stadt im Saarland, wo Straßen nach übelsten Militaristen benannt worden sind. Ich möchte stellvertretend drei Namen nennen. Bismarck, Hindenburg und Moltke. Ja, dafür, solche Leute werden hier in Völklingen geehrt mit Straßennamen, mit der man ja eigentlich Personen ehren soll, die sich Verdienste für die Stadt, für die Heimat, für das Land erworben haben. Aber auf diese drei Personen trifft das in keinem Maße zu. Und der fortschrittliche Teil in Völklingen, der Völklinger Bevölkerung, hat ja schon vor einigen Jahren damit begonnen, eine Diskussion zu entfachen, um solche Straßen umzubenennen, um sie nach Menschen zu benennen, die würdig sind, dass eine Straße nach ihnen benannt wird. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass Völklingen zu den wenigen Städten im Saarland gehört, wo keine Straße nach einer weiblichen Person benannt wird. Wir haben zwar in Völklingen 6 oder 7 weibliche Straßennamen, aber die sind nicht nach einer Person benannt, die sich Verdienste um die Stadt erworben hat. Dabei gibt es solche Personen in unserer Stadt. Zum Beispiel Emma Jakob, eine Frau, die als erste Frau im Stadtparlament, im Gemeinderat von Völklingen seit 1932 war. Sie war darüber hinaus die erste Beigeordnete in dieser Stadt, die erste weibliche Beigeordnete 1945 und 1949 zweimal in einem demokratischen Meinungsbildungsprozess gewählt. Das sind Personen, nach denen man eine Straße in dieser Stadt benennen sollte. Solche Personen, die sind würdig. Wir stehen hier auf dem Hindenburgplatz. Hindenburg hat sich durch drei Dinge maßgeblich unrühmlich in das Gedächtnis der Geschichte gebracht. Er hat zum Beispiel am Ende des Jahres 1914, als bereits viele tausende Menschen in den Schützengräben zu Tode kamen, hat er geäußert, der Krieg ist für mich eine Badekur. Das finde ich etwas Schlimmes, etwas Geringschätziges. Und dann hat er als zweites nach dem Kapputsch 1920 gesagt, der durch die republikanischen Kräfte in Deutschland zum Glück niedergeschlagen wurde, hat er erzählt, im Herzen war ich bei den Putschisten, aber im Geiste war ich dagegen. Also er hat dort versucht, die Kurve zu bekommen. Und drittens, und das war das maßgebliche Verwerfliche an Hindenburg, er war derjenige, der 1933 am 30. Januar als Reichspräsident das Kabinett Hugenberg-Hitler ermöglicht hat und quasi den Faschisten die Regierungsgewalt in die Hand gelegt hat. Und nach einem solchen Mann ist in unserer Stadt hier ein Platz benannt. Ja, und jetzt, nachdem wir über den Militaristen Hindenburg gesprochen haben, bietet sich an, hier in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich die heutige Hohenzollernstraße. Sie hieß seit 1904 so, mit der Unterbrechung seit 1945 nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurde sie umbenannt in Heinrich-Jakob-Straße zu Ehren eines bekannten Völklinger Antifaschisten, der im Konzentrationslager Dachau zu Tode gekommen ist
Und heute heißt diese Straße wieder seit 1956 Hohenzollernstraße. Also Hindenburg, Hohenzollernstraße, dann haben wir noch eine Moltkestraße, eine Bismarckstraße, also Völklingen. In Völklingen wimmelt es nur so, und das sind alles große Straßen nach Militaristen. Das ist eine bedenkliche Erinnerungskultur in unserer Stadt. Ja, wir befinden uns hier im sogenannten Völklinger Kolonialistenviertel. Diese Häuser, direkt auf der Vorbildstraße, ein ganz berüchtigter Afrika-Militarist, Wismannstraße, Lüderetzstraße, Karl-Peter-Straße, alles Personen, die sich in der Geschichte einen unrühmlichen Namen erworben haben. Diese Straßen, diese Häuser wurden 1938 gebaut, die meisten davon, einige noch kurz danach. Hier haben überwiegend Arbeiter, Bergleute gewohnt, und bis 1945, nach Kriegsende, behielten diese Straßen auch diese Namen nach diesen Kolonialisten. Und dann wurden 1945 die Straße umbenannt in Amselstraße und Nachtigallstraße und andere Namen. Rammelter Straße, ja. Bis 1956, also 11 Jahre, hat das angehalten, dass die von diesen kolonialistischen Namensgebern entwidmet wurden. Und dann 1956 wurde durch einen Stadtratsbeschluss die Straßen wieder umbenannt in ihren zur heutigen Namensgebung. Bei der Straßenumbenennung 1945 ging man zuweilen ganz skurrile Wege. Beispielsweise hier bei dem Straßenschild oder bei der Straßenbenamung Nachtigall. Nachtigall wird mit einem L geschrieben, und 1945 hat man einfach, um den kolonialistischen Charakter zu entwidmen, den Vogelnamen Nachtigall mit einem zweiten L hervorgebracht. Das ist aber dann wieder nach 11 Jahren, 1956, als in der gesamten Stadt Völklingen Namen nach Militaristen und hier auf dem Heidstock nach afrikanischen Kolonialisten wieder umbenannt worden sind, durch die Weglassung des zweiten Ls in den alten Zustand verbracht worden. Und jetzt heißt sie wieder Nachtigallstraße nach dem Afrika-Kolonialisten Gustav Nachtigall. Und erfreulich ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass es schon seit einigen Jahren in Völklingen kritische Bürger gibt. Dazu zählen sicherlich ganz an vorderster Stelle der Sicherheitsbeirat der Stadt Völklingen, die sehr engagiert für eine Straßenumbenennung nach fortschrittlichen Personen, die würdig sind, die es verdient haben, dass nach ihnen eine Straße benannt worden ist, dass dieser Sicherheitsbeirat gemeinsam mit anderen kritischen Bürgern seit einigen Jahren aktiv ist. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es möglich sein wird, bald oder hoffentlich diese Straßennamen nach Kolonialisten zu entwidmen und würdige Namen dafür zu finden, die es zahlreich in dieser Stadt gibt. Im Hintergrund sehen wir hier die Hochofenanlage der Völklinger Hütte, seit 1994 Weltkulturerbe, das einzige Hüttenwerk, das in dieser Form, in seiner ursprünglichen Form, noch erhalten ist. Hier rechts hinter den Hochöfen, dort ist die Keimzelle der alten Völklinger Hütte, gegründet 1873, also jetzt vor fast 150 Jahren, ein Puttel- und Walzwerk, das bereits
1879 den ersten Konkurs hinlegte und 1881 von den Gebrüdern Röschling erworben wurde, dann sukzessive durch die Arbeitskraft der dort beschäftigten Arbeiter, Techniker, Meister und Ingenieure ständig größer wurde und die Ausmaße angenommen hat, die es jetzt hat. Der Name Röschling, insbesondere der Name Hermann Röschling, ist unrühmlich mit der Stadt Völklingen verbunden. War Hermann Röschling doch jener, der nach der Machtübertragung 1933 an die Faschisten an der Saar hier Wegbereiter für den Faschismus an der Saar war. Er war es, der maßgeblich mitgearbeitet hat an der Schaffung der Deutschen Front und anderer politischen Gliederungen, die dann im Ergebnis bei der Wahl 1935 am 13. Januar zur Rückgliederung wieder nach Deutschland geführt haben. Aber es gibt nicht nur Hermann Röschling, der ja auch in einer Straße benannt ist, der Hermannstraße. Wir haben hier eine Richardstraße, wir haben eine Karlstraße. Also wir haben vielfach durch Straßen der Familie, Familienmitgliedern der Familie Röschling gedacht. Der Gipfel ist natürlich die Benamung eines Ortsteils der Stadt Völklingen, der 1937 mit der ersten Baum gegründet wurde, der damaligen Buser Höhe, der 1956 umbenannt wurde in Hermann Röschling Höhe. Ein Ergebnis des damaligen politischen Kräfteverhältnisses hier in dieser Stadt. Seitdem, oder insbesondere in den letzten 10 Jahren gibt es zahlreiche Initiativen, insbesondere auf der Buser Höhe, aber auch hier in der Stadt Völklingen, die bestrebt sind, wieder eine Umbenennung herbeizuführen von Hermann Röschling Höhe in den ursprünglichen Namen wieder Buser Höhe. Das ist uns leider nur zum Teil gelungen, als nämlich der Stadtrat vor einigen Jahren die Umbenennung in dann Röschlinghöhe vorgenommen hat. Ja, das ist nicht das, was die fortschrittlichen Bürger in dieser Stadt angestrebt haben, aber wenn man so will, ein kleiner Teil erfolgt.